Nach so viel Testerei muss man doch jetzt mal gucken, was waren die ergiebigsten Spots am ersten Tag hier am Kupfersee. Also, wir testen natürlich weiter nonstop jeden Tag 24/7, seitdem das Gewässer draußen ist, geht es hier rund. Und es gibt auch schon wahnsinnig viele Spots im Discord und die besten Spots, die zeige ich hier im YouTube-Video, teste das nochmal, probiere das ein bisschen aus und dann gucken wir mal, ob das auch noch richtig gut lübt hier. Ja, und hier haben wir natürlich schon direkt einen dran, der hat Bock. Gerade frisch ausgeworfen, gerade mal wieder frisch eingeloggt hier. Alles mal verkauft aus dem Livestream und jetzt nach dem Livestream sagte der Barter noch, der auch übelst schon rausgezogen hat. Alden, da läuft es aber auch nochmal richtig gut. Und zwar jetzt hier auf der Position von der Kanix. Und der Kanix hat schön was reingepostet im Discord und hatte da gepostet, Alden hier an der Stelle hat er richtig schön rausgezogen und hatte sogar den F1-Karpfen als Trophy gefangen. Und das ist doch nice. Den nehmen wir doch gerne mit. Der F1-Karpfen. Der Schumi-Karpfen, der schnellste unter den Karpfen, der als Trophy. Das ist auch eine coole Sache. Keine Ahnung, was jetzt hier dran ist. Normaler Spiegel. Also, geht hier natürlich auch richtig schön rein. Es macht schon richtig Bock. Ich sage euch, wie es ist. Es macht schon richtig Bock, hier mit so einem feinen Setup auf diese dickeren Brocken zu gehen und selbst bei so kleinen Fischen einfach hier schon in den Drill zu gehen, denn ja, wir haben hier jetzt einfach ein bisschen mehr Challenge, ne? 10 Kilo Fisch geht schon ein bisschen ab. So, direkt wieder raus hier, ganz auf entspannt und dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Das Schöne jetzt, ne, mit diesem Setup, wir sind ja jetzt hier nur mit 6000er Rollen unterwegs, kleinen Winkelpickerrouten. Das Schöne ist, man kann sogar noch viel kleiner reingehen und das ist auch mein Ziel für demnächst. Heißt also, demnächst werde ich hier schön mit 3000er Rollen hier stehen. Wahrscheinlich nur mit meinen Feederrouten. Wir gucken mal eben kurz rein. Also einfach nur meine Feederrouten in Verwendung. Hier sind sie, Royal Feeder. Die haben auch noch plus 10% auf die aufs Grundfischen. Das heißt, ich habe dann 110% auf Grundfischen. Montage habe ich eh geskillt. Oder die Montagen, die ich verwende, sind eh geskillt. Und dementsprechend können wir dann hier die komplett nutzen. Oder ich hole mir irgendwann vielleicht doch nochmal die Royal Picker. Dann hätten wir nochmal immerhin 25% Bonus XP auf der Route. So, Riesenvorteil dann. Mit dieser 3000er Rolle, wir landen mit in den Rekorden. Das heißt, wir können hier schön Rekordjagd machen bei der neuen Grundangel Light Rekordliste mit 3000er Rollen. Und der Riesenvorteil an diesem Gewässer ist, der ist super klein. Super klein. Wir brauchen hier, guck mal, wir haben jetzt hier drauf 106 Meter Schnur. Mit der Schnur bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da hole ich mir vielleicht noch was anderes. Da gibt es auch noch ein paar andere Varianten. Vielleicht noch mit ein bisschen mehr Tragfähigkeiten oder noch ein bisschen dünner. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Da gibt es mit Sicherheit ein paar geflochtene Schnüre, die auch richtig gut geeignet sind. Und dann haue ich hier, wie gesagt, irgendwas zwischen 100 und 150 Meter. Und man ist komplett dicke im Geschäft hier. 100 bis 150 Meter ist übertrieben viel an Schnur für dieses Gewässer. Bedeutet also, wir können hier mit kleinen Setup schon richtig viel reißen. Wenn du ein kleines Setup hast, wenn du ein Setup hast, was du seit Jahren nicht verwendet hast, oder du hast ein Setup, was noch nicht reicht fürs normale Karpfenangeln, hier an diesem Karpfenpo ist es genau das Richtige. An diesem Karpfengewässer kannst du mit kleinen Setup angeln, denn ein so ein Kästchen hier hat ungefähr eine Seitenlänge von knapp 25 Meter. Irgendwas zwischen 23 und 25 Meter hatte ich heute im Livestream noch getestet. Eine Kantenlänge, wenn wir sie mal mit 25 Meter grob rechnen, sind wir hier also an der Stelle bei 25, bei 50 Meter. Und das war's. 50 Meter. Warum darf man hier nicht mit Karpfenruten angeln?
mit meiner schönen 10.000er Wenger oder ich zuletzt ständig unterwegs gewesen mit der 30.000er Tourion auf den fetten, also mit dem komplett übertriebenen Störsetup. Dreimal kurbeln und der Fisch ist drin. Darum an so einem kleinen Gewässer nur mit kleinem Setup. Es ist einfach ein Bezahlgewässer, wie man es kennt aus einem Forellenteich oder halt aus einem Karpfengewässer, wo man quasi für zahlt. Vorgaben vom Besitzer, maximale Größe der Rollen, in dem Fall 6000er. Und wenn wir hier in die Rekorde rein wollen, dann mit 3000er Rollen und ab geht es. 50 Meter hier, wenn wir hier oben mal gucken, wir haben hier 20, 50, 75, naja, da landen wir hier vielleicht bei 80 Meter oder sowas. Oder wenn wir hier schräg rüber gehen, vielleicht bei 90 Meter. Also mit 100 Meter an Schnur hier drauf sind wir an für sich safe. Und das macht dieses Gewässer aus. Mit dem kleinen Setup, mit wenig Bremskraft, mit ja, ausreichend Schnur, das ist halt das Wichtige. Und 100 Meter, das kriegst du ja fast überall drauf. Damit geht es dann hier rein und dann wird getestet. Na guck, es geht weiter hier. Bisher ist es tatsächlich immer ein bisschen tricky. Die nicesten Spots bisher, ich teste gerade schön alle durch, alles aus dem Discord, alles was man so kennt. Richtig gut hier vorne, 61, 62 kann man richtig gut nutzen. Hier gegenüber, das ist hier quasi die gleiche Posi, nur gegenüber. Das ist hier die 56,50. Hier ist 56,60. Also direkt hier gegenüber kann man auch richtig gut verwenden. Hier hatte ich die ganze Zeit die Dinkelsbühler Spiegelkarpfen. Also diese Dinkelsbühler, diese deutschen Hybridkarpfen, die waren hier die ganze Zeit anzutreffen. Auf Kaviar. Hatte Fussel gepostet im Discord. Hat super funktioniert. Werde ich auf jeden Fall nochmal testen. Ich hatte hier bloß die falsche Futtermische drin. Und dementsprechend muss ich das noch ein bisschen abklingen lassen. Und werde das dann nachher nochmal testen. Hier jetzt an der Stelle. Hier soll es auch richtig gut laufen. Ich habe es halt jetzt noch gar nicht getestet. Erster Fisch, erstmal ein Spiegler. Relativ simpel, was auch sehr gut funktioniert zurzeit. Kokos und Sahne. Kokos und Sahne. Oder Banane. Oder beides zusammen. Also diese beiden Kombinationen laufen anscheinend richtig gut. Relativ kleine Boilies, 1er Haken mit 16er Boilies oder eben nur mit Maiskorn. Und dann lüppt das hier schon mal ganz gut. Also das hier an der Stelle. Na, gucken wir mal, ob er sich gleich entschieden hat. Und dann, wie gesagt, hier hinten auch nochmal. Da hinten ist dieses 61,62. Und noch einen Spot vom Yannick, der war auch schon ganz nice, habe ich auch schon ein bisschen getestet, aber noch nicht lang genug, ist hier unten auf 23 Meter. Landet man hier so. Auch eine Idee. Also, es gibt schon ein paar richtig gute Spots. Einfach mal gucken. Der Link zum Discord ist unterm Video. Reinklicken, reingucken, austauschen miteinander, Spots teilen, Spots konsumieren und gucken, was geht. Und dann bin ich ja mal gespannt. Ich denke mal, innerhalb der nächsten paar Tage werden wir hier die nächsten Hotspots vom Gewässer kennen. Und dann läuft das hier wahrscheinlich auch richtig rund. Und dann lohnt sich auch, muss man sagen, dann lohnt sich auch hier die Angeltour. 5-Tages-Angeltour. Ich meine, es sind 300 Silber, in 5 Stunden wird man das drinne haben. Aber wenn man eben gänzlich planlos ist und nicht weiß, wo der Frosch die Locken hat, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwierig, da das Geld auch reinzuholen. Hier muss man schon ein bisschen was probieren. Und im Idealfall, ich verlinke es nochmal, hat man sich natürlich schon die Tutorial-Serie zum Karpfenangeln angeschaut. Für die gesamten Basics, damit man weiß, wie das alles geht. Ja, das, oh, zack, hier auf der 3. Das Sigrig ist zurzeit noch ein bisschen schwierig. Da werde ich jetzt auch demnächst nochmal hart reingehen. Denn das Sigrig ist ja schon auch interessant. Das will ich ja auch, Alten. Oh, was haben wir denn da? Jawoll! Oha! Kowolsdorfski Schleie. Oh Mann, 3,5 Kilo. Jawoll, das ist die neue Schleie. Erste Mal gefangen. Nice, richtig, richtig schön. Dicke, fette XP-se. Ja, das schmeckt doch. Oh, wie die grasig grün und
und ein bisschen ranzig aussieht. Aber cooles Ding. Sehr, sehr, sehr nice auf diesem Setup hier. 1er Haken, 16er und Sahne. Einfach hier auf 10 Meter kurz raus. Zack, da muss man gar nicht weit. Und abstellen und gut ist. Das ist ja richtig nice hier. Also, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, ich bin mega gespannt. Wir landen hier direkt in dieser Area. 10 Meter weit, das ist ja echt nicht weit hier, ne? Wenn das hier, wenn du überlegst, das sind 25, dann sind das hier ungefähr schon 10. Ja, wir sind hier irgendwo in diesem Bereich auf 2 Meter, 3 Meter Tiefe ungefähr. Und dann lübt das. Also, es wird noch super spannend. Es wird noch super spannend und ich habe richtig Bock hier zu suchen. Köder testen nach allen Regeln der Kunst. Petri ihr Lümmels, wenn du Bock drauf hast, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Und ich würde sagen, den Fisch, den nehmen wir doch noch eben mit hier. Ich will einfach wissen, was reingeht. Das ist doch immer das Spannende, oder? Geht er noch rein? Er geht noch rein, jawollo. Jawollo, auch irgendwas Kleines aber. Irgendwas Kleines, aber es ist... Oh! Auch mein erster, zwar nur ein ganz kleiner, feiner, aber der erste Oronji Ogun, unmaßig, krasse Färbung, übertrieben. Ah, der sieht aus wie so ein Mandala ausgemalt hier, Alter. Und wie er aussieht, ne? Der sieht so böse aus mit der Stirn hier. Hammer, aber da ist er, der erste. Und der darf auch gleich gerne mal in groß hier, sogar auf dem 1-0er, ich wollte es ein bisschen übertreiben, auf dem 1-0er mit Pop-Up hier komplett auf Banane. Also, ihr Lümmels, weitermachen. Hoppala, das war zu weit aufgeladen. Weitermachen, testen, testen, testen. Und dann gucken, wo hier demnächst die richtig guten Hotspots sind mit den richtig guten, seltenen Kois. Petri, bis zum nächsten Mal.